Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Sky Factory. Wir sind in der Festung. Und hier möchte ich mich jetzt mal ein wenig umschauen. Wir klatschen mal nebenbei hier so ein paar Viecher. Wow. Ich denke mal, die Blaze Rods können wir ganz gut gebrauchen. Ich werde mal so einen Spawner abbauen hier. Wow, weg hier. Fuck. Alter, halten die viel aus. Eieieiei. Wow. Ein Broken Spawner. Spawner Chart. Okay, was können wir damit machen? Spawner Changer. Okay. Wir nehmen uns mal eine neue Kiste. Hier raus. Komm, Chest da. Setzen die einfach mal hier so wild rein. Schmeißen das da mal alles rein, was wir so gekriegt haben. Okay. Zip. Und wieder rein. Da wir nicht viel Zeit haben und ich eigentlich noch so viele Mobs wie möglich klatschen möchte, machen wir das mal ein bisschen auf die Cheat-Variante. Wir teleporten uns einfach mal. Wenigstens ein Wizard-Schädel, ja. Und Drop of Evil, sehr schön. Damit können wir unsere Mob-Farm ein wenig ausbauen. Muss was essen. So, mal schauen, was es hier noch Schönes gibt. Da geht's weiter runter, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Eine Chest. Capturing Wand. Okay. Alter, was ist das denn für ein Teil? Kann das sein, dass die Mobs hier stärker sind? Ich möchte wissen, was das ist. Ah, okay, da kann man Mobs mitfangen. Okay. Was essen? Und weiter geht's. Okay, da geht's runter. Displacement Wand. Okay. Noch ein Modifier Power. Oh, cool. Das ist ja mal geil. Kann man Blöcke mit versetzen. Hau ab.
Nether Quartz Chicken. Kann ich das damit nicht fangen? Ich will dich fangen. Wie fange ich dich denn damit? Left right click to capture it. Ah, da kann ich keine friendly creatures fangen. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein, Pozol. Ich habe hier ein Lasso drin. Packing Tape. Shit, wie kriege ich dich denn jetzt mit? Ich kann nur hoffen, dass du hier sitzen bleibst. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wow. Oh, oh, bin gleich wieder tot. Ich muss hier weg. Okay, wir cheaten uns kurz zum Portal. Futtern was, holen uns mal ein, ich glaube, ich habe einen goldenen Lasso. So, schmeißen wir mal alles hier rein. Ich müsste eigentlich einen goldenen Lasso haben hier unten. Ich kann auch, ah, hier, das Animal Net. Egal, ich packe trotzdem noch mal ein Lasso ein. Stück. So, wieder rüber. Und wir teleporten uns wieder rüber und fliegen schleunigst. Ich glaube, hier drüben war das. Rein. So, mein Jetpack ist auch bald leer. Hier hinten war das. Bitte sei noch da, bitte sei noch da. Nein! Shit. Da ist es. Ja, wir haben ein Nether Quartz Chicken. Wie geil. Moment, wir gehen mal hier rum. Und hier ging es, glaube ich, noch weiter runter. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Okay, gehen wir hier drüben mal rüber. Hallo, Skeletons. Mir eure Köpfe. Da geht's runter. Netherwarzen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Können wir hier lassen. Die vernachlässigen wir erstmal. Ich brauche hier noch einen zweiten. Ich muss hier noch eine Stufe Beheading drauf machen. Unbedingt. Wie weit sind wir denn? 700 erst von 8000. Hau ab. Ich glaube, die Kiste hatte ich schon. Jawohl. So, schauen wir hier drüben nochmal. Sammeln, was geht.
Junge, ist hier was los? Alter. Weiß gar nicht, ob ich schon irgendwie 4 Blaze Rods zusammen habe, dass wir uns einen Seed davon machen können. Eine müsste ich auf jeden Fall schon haben. Okay. So, was habe ich in Wizard-Schädel? Nur ein. Okay, wir hauen ab. So, auf dem Rückweg. Ich würde sagen, recht erfolgreich. 2 Nether Quartz Chicken, die werden wir auch gleich mal schön reinsetzen. Und dann denke ich mal, ach komm, das dauert mir zu lange. Teleport und tschüss. So. Die beiden kleinen setze ich mal hier hin. Zack. Hallo ihr zwei. Schön. Okay. Wir schauen mal unsere Ausbeute an. Ein paar Lootbags. Die beiden Stuffs. Gold Horse Armor. Die Lootbags nehme ich mal hier raus. 4 Wither Skeleton Skulls. Hier diese geilen Upgrades. Die werden wir bei Gelegenheit mal testen. 2 Drop of Evil. Einmal gestorben. Läuft, würde ich sagen. So, das mal weg. Machen wir die Dinger hier noch auf und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Leder ist gut. Können wir immer mal gebrauchen. Packing Tape habe ich jetzt so keine Verwendung für. Silikon ist super. Pozolien brauchen wir nicht. Die Upgrades sind immer gut. Und ein Basic Kapazität. Da unten Key habe ich. Okay. So, schmeißen wir das hier unten in unsere Lootback-Kiste. Zack, zack. Das Leder kann allerdings oben rein. Den Kapazitäter, da habe ich auch noch 3. Super. Das Leder, da haben wir noch mehr von. Das können wir mal hier in die Segmel schmeißen. Hühnerkacke machen wir zur Erde und dann wird es das gewesen sein für heute. Perfekt, alles hier schön drin. Kiste ist leer, die ist auch leer. Jawohl, wir haben jede Menge Barren. Ich muss nochmal ein Drawer bauen für die ganzen Barren. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier noch alles reinkriege. Müsste der aber die Kiste so ziemlich voll sein. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch, nicht mehr viel. Gut, dann ich verabscheue mich für heute. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt Sky Factory 3 mit eurem Bullgaming. Bis dahin. Ciao, ciao.